Rote Rosen, Vorschau, Tina erhält eine Schockdiagnose. Was ist nur mit Tina los? Sie fühlt sich schlapp und nicht mehr wohl in ihrer Haut. Im Krankenhaus bei Britta macht sie deshalb vorsorglich eine Blutuntersuchung. Das Ergebnis der Blutuntersuchung schockt Tina zunächst. Sie ist schwanger. In wenigen Sekunden hat sich ihr ganzes Leben verändert. Will sie überhaupt noch ein Kind? Ihre Gedanken schwanken zwischen absoluter Freude und Zukunftsangst. Und wie wird Ben auf die Nachricht reagieren? Spoiler! Es hätte alles so schön sein können. Doch wie immer kommt es anders, als gedacht. Gerade, als sich Tina an den Gedanken gewöhnt hat, noch ein Kind zu bekommen, folgt schon der nächste Schock. Bei einer genaueren Untersuchung stellt sich heraus, dass Tina gar nicht schwanger ist, sondern einen Tumor in der Gebärmutter hat. Britta und Hendrik raten ihr sofort zu einer Operation. Tina ist unschlüssig. Sie hat Angst davor, nach der Operation möglicherweise unfruchtbar zu sein. Außerdem fehlt ihr Ben. Was soll sie jetzt tun? Fliegt Hendrik sucht auf? Derweil gerät Hendrik anderweitig in Bedrängnis. Britta will ihn aufgrund seiner vielen Schmerzattacken nicht mehr operieren lassen, außer er stimmt einer Untersuchung zu. Doch dabei könnte seine Tablettensucht auffliegen, von der noch immer niemand weiß. Nach einer weiteren Pilleneinnahme hat Hendrik erneut mit starken Magenschmerzen zu kämpfen.